sei Dank. Ich wusste, sie finden mich. Schnell, bevor er zurückkommt. Bevor wer zurückkommt? Der Mörder von Angela Gunn? Ja, er weiß, dass sie ihn jagen. Er wollte, dass sie kommen. Und wo ist er? Er ist überall. Spüren Sie nicht, dass er da ist? Haben Sie keine Angst? Warum hat er Sie hergebracht? Was will er? Er benutzt mich, um Sie zu kriegen. Er glaubt, wenn er Ihre Augmentierungen entfernt, macht er Sie wieder gesund. Schnell, kommen Sie näher. Helfen Sie mir raus und dann erledigen Sie ihn. Ich flehe Sie an. Erst muss ich wissen, wo er ist. Wann hat er Sie hier zurückgelassen? Und wohin ist er gegangen? Machen Sie Witze? Wir haben keine Zeit für Fragen. Wenn er erfährt, dass ich mit Ihnen gesprochen habe, bringt er mich um. Bitte, mein Knöchel. Kommen Sie näher. Helfen Sie mir zu entkommen. Oh Gott, jetzt habe ich gerade vergessen, das Mikrofon wieder anzuschalten. Mein Gott. Also, wenn es doch nicht gekommen ist, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Ich glaube der Frau nicht. Nein, ich glaube ihr nicht. Wozu die Eile? Im Moment sind sie sicher. Ich muss mich zuerst um den Mörder kümmern. Etwas spät für einen Rückzieher, oder? Sie verzichten so kurz vor dem Ziel auf die Erlösung? Nein, geben Sie es zu. Sie haben die ganze Zeit die Fakten ignoriert, weil Sie gerettet werden wollen. Ich will Ihnen helfen. Ihnen muss geholfen werden. Begreifen Sie das nicht? Ich kann aus Ihnen wieder einen Menschen machen. Es ist nicht zu spät. Sie müssen nicht als Maschine sterben. Der AP. Es ist vorbei. Alter, die ist voll durch. Oh, das ist auch wieder so ein taktisches kleines Spielchen. Wenn ich die zu fassen kriege, ich zerreiße in der Luft, ey. Ich habe ja irgendeine Fähigkeit, mit der kann ich unsichtbar werden. Ich muss jetzt nur mal gucken, wie ich die einsetze am besten nicht. So einen an der Waffel, ey.
es jetzt einen Revolver. Was brauchen wir nicht? Was ist das? Ein. Also trinke ich erstmal ein. Komm! Oh Mann, bewegen. Dahin. Bewegen. Dahin. Ich will die Kacke doch nur bewegen. Oh, diese Steuerung. Also ganz ehrlich. Ich verfluche euch für diese Steuerung. Entweder bin ich zu blöd, sie zu benutzen, oder sie ist wirklich so abartig schlecht. Ich weiß auch nicht. Aber mir gefällt sie nicht. Guck, ich muss... Also, ich raff's echt nicht. Bleh. Der da. Jetzt ergibt alles Sinn. Am Tatort abhängen, um Darias Apartment rumschleichen, ich hätte es früher sehen müssen. Es ist nicht so, wie Sie denken, Montag. Sie haben sie getötet, weil sie wusste, wer sie wirklich sind. Sie waren nicht hier, sie wissen nicht, was wirklich passiert ist. Daria war nicht die Person, für die wir sie hielten. Ich habe den Fehler gemacht, sie in dem Fall ermitteln zu lassen. Ihnen Zugang zu ihr zu gewähren. Schluss mit den Lügen. Gestehen Sie oder nicht? Daria hat mich hergelockt. Sie wollte meine Seele retten, indem sie meine Aux entfernt. Genau wie sie Angela Gunn und wer weiß, wie viele andere gerettet hat. Daria Mischka? Ist in Wahrheit ein toter Serienmörder? Ah, völliger Blödsinn. Ich weiß, es ist kaum zu glauben, aber es erklärt so einiges. Daria hat den Mord an Angela nicht zufällig gesehen. Sie hat ihn begangen. Und mich hat sie mit reingezogen, weil sie in mir schon ihr nächstes Opti-Opfer im Visier hatte. Daria wollte sie dabei haben, weil sie keine Cops mag. Und weil sie Angst hatte. Offensichtlich aus sehr gutem Grund. Auf Darias Computer finden Sie eine E-Mail von Dr. Sibra, einem früheren Taeyong-Angestellten. Er hat sie wegen einer sozialen Störung mit einer experimentellen Neurotherapie behandelt. Was hat das mit den Morden zu tun? Die E-Mail klang verzweifelt. Ich kenne noch nicht alle Einzelheiten, aber irgendjemand muss unbedingt mit diesem Mann reden. Aha. Das sollte also Ihr nächster Schritt sein. Diesen Experimental-Apotheker zu finden? Sie müssen mir glauben, ich will genau wie Sie unbedingt herausfinden, was gerade passiert ist. Ich weiß nicht, was mich mehr beunruhigt. Dass Sie der Täter waren? Oder dass die Spur zu einem medizinischen Konzern führt? Ich weiß nur, dass Daria jemand anders war, als sie vorgab. Die Antworten, die wir beide suchen, sind immer noch da draußen. Das sagen Sie. Wie praktisch, dass sie jetzt tot ist. Ich kann nicht mit ihr reden. Sie kann nichts bestätigen. Meine Lage ist wirklich prekär. Also, es tut mir leid, aber ich habe wirklich keine Wahl. Warum schießt er auf mich? Das wollte ich jetzt echt nicht. Egal. Mission abgeschlossen. Also man merkt halt schon, bei dem Spiel geht es halt auch teilweise darum, wie man sich verhält. Passt sich das Spiel dann so danach an. Cheng, können Sie meine Koordinaten sehen? Sekunde, worum geht's? Hier liegt die Leiche einer Frau, sie hieß Daria und war in die Harvester-Morde verwickelt. Mehr als verwickelt.
Und dann sucht noch ein Polizist namens Montag nach mir. Mann, Jensen! Kennen Sie mein Aufgabengebiet noch? Cyberverbrechen. Ich bitte Sie darum, weil ich Ihnen vertraue. Die Ausgangssperre ist schlimm genug. Okay, aber verschwinden Sie jetzt. Und zu niemandem ein Wort, nicht mal zu mir. Chang kümmert sich darum. Das ist nur ein Torwand. Das ist die erste Dosis. Gott, hoffentlich erwischen Sie uns hier. Was war das? Noch keine Fragen. Ich habe gesehen, wie ein Mann verbrannt. Kann nicht wahr sein! Ich habe ja einer Waffel, ey. Jetzt schauen wir mal, was wir noch für eine Mission haben. Ja, ich muss zu meiner Wohnung, muss ich. Eigentlich auch hier, ja. Die hat ja bei mir in der Nachbarschaft gewohnt, die Verrückte. What the fuck? Ach, meine Wohnung ist hier die schönste. Mir gefällt sie. Also mir würde die auch gefallen. Würde ich sagen. Großes Wohnzimmer, offene Küche. Das Bad ist auch angenehm groß. Würde mir gefallen, doch. Ja. Klassische Zwei-Zimmer-Wohnung. Tarif anrufen. Adam, gut. Wir müssen reden, mein Sohn. Was ist denn los, Seraph? Weshalb die sichere Bitcoin-Nummer? Ich habe mir Anlage 451 angesehen. Es war eine Behandlungsklinik, wie es sie nach dem Zwischenfall zu Dutzenden gab. Augmentierte sollten sich dort erholen und gesund werden. Aber es waren eher Gefängnisse. Und? Und ich glaube nicht, dass sie ihre neuen Augs dort bekommen haben. Sie sagten, man hätte sie kurz nach Panchaya in die Klinik eingeliefert. Aber ihr Name steht nicht auf der Liste. Und auch nicht auf anderen Listen mit Überlebenden. Ich wurde als John Doe geführt. Niemand wusste, wer ich war. Das hätte man leicht rausfinden können. Ihre Augmentierungen haben Seriennummern. Zumindest die, die Adam Jensen von mir hat. Was macht Sie so sicher, dass diese Augs nicht aus Alaska kommen? Orloff war dort. Ich habe mit ihm gesprochen. Sie sagten, er hat sich McFadden genannt. Ich habe recherchiert. Casper McFadden hat vor dem Tag ihres Erwachens nicht existiert. Und das war einen Monat vor ihrer Flucht aus der Anlage. Okay, und wo war Orloff? Nicht in Alaska. Er war eine Weile bei Taeyong Medical und im Frühling 2028 taucht sein Name ein- oder zweimal im Baltikum auf. Dann verschwindet er und McFadden taucht auf. Und was beweist das? Orloff ist McFadden und McFadden ist Orloff. Es gibt keine Verbindung zu mir. Außer den Augs, die Orloff entworfen hat und die sonst niemand einbauen kann. Von der Kompatibilität mit einem anderen System gar nicht zu reden. Ja, es ist schon wichtig, viel über mich zu erfahren. Denn ich weiß eigentlich selber auch kaum was über die Story. Soll das heißen, dass alle meine Augs neu sind? Auch die von Ihnen? Das soll gar nichts heißen. Ich sage nur, dass alle Augs von uns Registrierungscodes hatten, die leicht zu verfolgen sind. Ich kenne meine Augs, Seraph. Erst nach 2 Jahren hatte mein Körper sich daran gewöhnt und konnte ihr volles Potenzial nutzen. 2 Jahre? Wirklich, Adam? Eins davon haben sie angeblich in Alaska im Koma gelegen. Ich sage doch nur, dass man sie problemlos hätte identifizieren können. Aber aus irgendeinem Grund geschah das nicht. Was wollen Sie mir sagen, Seraph? Es tut mir leid, Adam. Da gibt es nichts zu sagen. Einige Schlussfolgerungen müssen Sie für sich selbst ziehen. Ich weiß nur eins. Je tiefer ich grabe, desto mehr Fragen habe ich. Orloff hatte vielleicht die Antworten. Aber sobald Sie wussten, dass er in Prag war, dass er immer wieder mal dort war, seit Sie für die TF-29 arbeiten, hat ihn jemand getötet. Sagen Sie mir, was das alles bedeutet. Kann ich nicht. Noch nicht. Wenn Sie es rausfinden, rufen Sie mich an. Bis dahin, passen Sie auf sich auf, Adam. Seien Sie vorsichtig. Danke für die Hilfe, Seraph. Ah,
Ah, das ist ja richtig schlimm, ey. Nicht zu wissen, was passiert ist, nachdem man im Prinzip so umgestaltet wurde. Oh yeah, erstmal ein Drink. 50 Jahre alter Scotch. Darauf hätte ich jetzt auch Lust. Und ab ins Bett. Ach, geht nicht. Geht ja gar nicht. Oh. Oh Mann. Ich wäre jetzt gerne ins Bett gegangen. Ups. Oh ja. Darauf nehme ich gerade nochmal ein. Ah, ne, geht ja nicht. Warum geht das nur? Voll gemein. Warum nur einmal? Alter, der Mülleimer drückt mich gegen die Wand. Scheiß Ding. Absinth. Oh. Ich glaube, ich betanke mich. Vollen Kopf neu. Wow, diese Optik. Mal gucken, ob mir jemand geschrieben hat. Bei mir sind Sie sicher. Wie Sie meinen. Aha, ich habe ein Waffenversteck. Was ist das denn? Interessant. Eine rauchen. Naja, jetzt machen wir mal weiter hier. Schauen, was uns noch auf uns zukommt. Jetzt muss ich nach Davni. Oh Gott, ich kann noch gar kein Tschechisch. Wie kann man ein Spiel machen, das in der Tschechei spielt? Da will man den Revolver benutzen. Dann kann man ihn nicht benutzen, weil keine Munition. Ich musste ja auch dreimal am Detektiven. Detective vorbeiballern. Das ist auch kein Wunder. Arschloch! Sadistisches! Da ist noch ein Polizist. Der reagiert nicht mal. Okay, runter. Da drüben. Verdächtiger entdeckt! Verdammt! Scheiße! Ach, kacke, Mann. Ich hab ja nicht gewusst, dass die da unten noch extra auf mich warten, ey. Oh, die sind doch so behindert, die Polizisten. Naja, egal. Probieren wir es nochmal. Ich müsste eigentlich auch mal meine Akkus laden.
Oh Mann, ich hätte gern Sahne auf meinen Kuchen. Messer in Wamps. So, wo muss ich denn hin? Zum Pilgerbahnhof. Na, dann gehen wir mal dorthin, wa? Zu Fuß natürlich! Aber der ist schon eine richtig coole Socke. Stil hat er auf jeden Fall. Muss ich auf jeden Fall sagen. Der Adam. Naja. Na, die Folge ist schon fast wieder vorbei, muss ich sagen. Leider. Auch ein bisschen interessanter gestalten können, muss ich ehrlich gesagt sagen, weil wenn sich das dauerhaft wiederholt, ist es doch auch langweilig. Ah, aber wir sind angekommen. So, wir sind jetzt angekommen. Die Säcke haben wieder alles gesperrt. Und da ist auch noch ein... Oh Mann! Ja. Guter Anfang, wa? Oh Mann. Blödes Geschütz, Alter. Ohne Witz. Das hätte ich jetzt wohl nicht gedacht, Mann. Naja, schauen wir mal, dass wir das jetzt gleich ein bisschen besser machen. Ja, du darfst jetzt gegen die Wand gucken. Scheiß Ding. Also ganz ehrlich. Oh, diese gepanzerten Viecher sind wirklich heftig. Ah, ich muss jetzt wieder in dieses Rotlichtviertel. Da bin ich mal gespannt. Jensen, sind Sie noch am Leben? Ja, nö. Ich hab gerade das Rotlichtviertel erreicht. Was ist mit dem Durchsuchungsbefehl? Die Staatspolizei telefoniert nicht mal mehr mit mir. Ich fürchte, Sie sind diesmal allein. Wie immer. Aber ich schaff das, keine Sorge. Ja, irgendwie muss ich es ja schaffen. Boah, guck dir das mal an, ey. So, bin drin. Das erste. Aber die haben mich schon entdeckt. Was? Die verscheißern mich doch. Da jetzt nicht rein? Naja. Gut, wir müssen jetzt hier leider aufhören. Zeit ist schon überschritten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt mir ein Like, wenn es euch gefallen hat. Abonniert mich bitte. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.